man wenn man die absurde Idee hat, dass man eine ganze Schule mit WLAN versorgen will, dann gibt es zwei Arten von Gegenargumenten. Das eine ist spitzerisch, das ist so, nein, das kocht die Gehirne unserer Kinder weich. Was man dagegen machen kann, weiß ich leider auch nicht. Das andere ist, das ist aber viel zu teuer. Aber dagegen kann man vielleicht was machen. Zum Beispiel mit EduHoc von Levi, Luisa und Moritz. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Also wir sind die Gruppe EduHoc. Einmal Moritz, Levi und ich bin Luisa. Also unser Programm basiert vor allen Dingen auf dem Problem, dass die Schulen Internet haben wollen, am besten WLAN. Das Problem ist allerdings, dass sie zu wenig Geld haben und deswegen haben wir ein Programm entwickelt, um Schulen trotzdem mit gutem Internet zu versorgen. Ja, die Lösung für das Problem ist ganz einfach, und zwar rüsten wir die Rechner, die sowieso in jedem Klassensaal stehen, mit einem billigen Wi-Fi-Stick aus und laden das Programm, welches wir am Wochenende geschrieben haben, auf die Rechner. Das Programm wird ausgeführt und erstellt ein virtuelles Netzwerk, welches das komplette Netzwerk vom Urknoten sozusagen von einem Router weiterleitet und über die ganze Schule verbreitet. Wenn man sich das Ganze grafisch vorstellen will, habe ich hier mal ein Bild vorbereitet. Man sieht, die 1 in dem Fall wäre der Router der Schule, und anstatt jetzt über Kabel überall die Wände aufzureißen und Access Points zu verlegen und etc. etc., viel zu teuer, nehmen wir einfach die Rechner, die in den Klassensälen sind, 2, 3, 4 etc., rüsten die mit unserem Programm und einem billigen Wi-Fi-Stick aus und repeaten den Router immer weiter bis an die letzten Grenzen des Schulgeländes. Wenn wir unser Programm auf diesem Rechner jetzt einfach mal praktisch ausführen wollen, um eine der späteren Stufen zu simulieren, dann machen wir das einfach mal. So. Wir sehen jetzt hier, dass momentan das Service offline ist. Wir wählen jetzt den Ethernet-Anschluss aus, der sozusagen das Element darüber darstellt. Heißt, wenn wir in zweiter Ebene sind, wäre der Router jetzt das Element darüber. Das wollen wir natürlich weiterleiten. Und dann starten wir den Service einfach. Ja, die Videotechnik hat, glaube ich, gerade Schwierigkeiten, euer Laptop-Bild auf den Beamer zu schmeißen. Vielleicht können wir einfach genau den Laptop abfilmen, damit das Publikum weiß, was ihr erzählt. Nein, wir haben extra dupliziert eingestellt. Vielleicht ein kurzes Signal, liebe Videomenschen. Klappt das mit der Kamera oder müssen wir es aufgeben? Ah, wir haben ein Bild. Perfekt. Also, wir sahen gerade, das Service war offline. Jetzt ist er online, weil ich ihn gerade schon gestartet habe. Wir haben jetzt, wie gesagt, den Router, den wir jetzt in diesem Fall das Jugend-Hack-Netzwerk haben, weitergeleitet zu einem mobilen Access Point. Und jetzt können wir auf dem Handy von Moritz einfach sehen, dass dieser Access Point jetzt hier öffentlich verfügbar ist. Und alle Anfragen, die an diesen Access Point gehen, werden weitergeleitet bis nach ganz oben zum Router, werden dort verarbeitet. Und wir haben die komplette Abdeckung des Schulgeländes mit billigen WLAN-Sticks für 20 Euro. Danke. Ich weiß, das ist jetzt nur eine Idee von diesem Wochenende, aber habt ihr vielleicht Erkenntnisse darüber, wie dick die Verbindung dann ist und wie weit sozusagen so ein WLAN-Stick reicht? Weil der muss ja dann auch durch die Wände und so. Ja, genau, das ist die Sache. Da die meisten, oder bei vielen Schulen, die meisten Klassenräume ja Computer haben, nimmt man einfach für jede Schicht, wie bei einer Zwiebel zum Beispiel, einen der Computer und leitet die innere Schicht zur äußeren weiter, bis man nach 5 Computern oder ähnlichem bis zum Rand des Schulgeländes kommt. Und solange die Rechnerabdeckung groß genug ist, kann man das ganze Schulgelände, egal wie groß, abdecken. Okay, also die WLAN-Sticks reichen auf jeden Fall aus für eine Bandbreite. Alles klar. Vielen Dank. Dürfen wir.